Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge lese ich nur einen kurzen Text vom libanesisch-US-amerikanischen Dichter, Philosophen und Maler Jalil Gibran vor. Der Typ war einfach brillant, du musst unbedingt was von ihm lesen. Und dieser Text ist das sogenannte Intermezzo 5, Freude und Leid. Den Text lese ich deswegen vor, weil wir oft im Leben denken, dass wenn uns schlimme oder schmerzhafte Dinge, das ist vielleicht die bessere Formulierung, schmerzhafte Dinge widerfahren, dass das eben schlecht ist, also wir interpretieren das als schlecht. Und wenn uns Dinge widerfahren, die in uns Freude auslösen, dass wir die dann eben gut interpretieren und wir das ganze Leben lang immer auf der Suche sind nach dem, was uns gut fühlen lässt und das vermeiden wollen, was uns schlecht fühlen lässt. Und ich persönlich habe schon als Kind, ohne dass ich natürlich von all dem wusste, ja, weil mein Verstand, mein analytischer Verstand war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ausgeprägt oder ausentwickelt, sage ich mal, fertig entwickelt, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass man alles genießen muss. Die größte Traurigkeit oder in der Schule vielleicht auch mal Langeweile, alles ist immer perfekt so, wie es ist. Und dass Freude und Schmerz eigentlich dasselbe sind. Also wie die zwei bekannten Seiten einer Medaille, dass es das eine nicht ohne das andere gibt und dass natürlich alles, was uns Freude schenkt, gleichzeitig auch Schmerz bereitet und natürlich aber, oder was heißt natürlich, auch umgekehrt, das vergessen nämlich die meisten, weil sie eben sagen, gut, was mir Freude gibt, wenn das weg ist, dann empfinde ich Schmerz, als zum Beispiel bei einer Person, die man verliert oder bei irgendetwas, was man verliert, ja, ein Job, ein Hobby, die Gesundheit, was auch immer, was, wo man dann durch den Verlust merkt, hey, ich bin jetzt nicht mehr fröhlich oder ich kann mich nicht mehr freuen, weil das und das ist weg. Ja, aber es ist auch umgekehrt, dass man eben, wenn man Schmerz empfindet, dass darin mit auch gleichzeitig die größte Freude enthalten ist, wenn man nach ihr Ausschau hält. Ja, und als jemand, der im Leben viele Schmerzen erleiden musste, zwangsläufig, ja, also einfach, weil immer wieder irgendwelche krassen Sachen passiert sind, habe ich einfach gemerkt, dass das nicht per se schlecht ist, sondern dass ich immer mich auf das fokussieren muss, was in einem Schmerz, in Anführungsstrichen, Freude beinhaltet. Auch wenn das komisch klingt, ich glaube, das kann man nur nachempfinden, wenn man das selber erlebt hat, aber ich nehme diesen Text oder diese Folge eben auf und lese diesen Text vor. Der dauert auch nicht lang, keine Sorge. Ja, weil ich eben weiß, dass wenn man das begreift, dass man das ganze Leben genießen kann. Also in dem Sinne ist Gibrans Mindset das Leben genießen, egal was passiert, weil wir eben oft denken im Alltag oder über das ganze Leben hinweg, dass wir das Leben nur genießen können, wenn alles gut läuft. Ja, und wenn Dinge schlecht laufen, wenn schlimme Dinge geschehen, ja, dann kommt es nicht selten vor, dass Menschen zerbrechen, dass sie sagen, ich kann nie wieder glücklich sein oder ich vermisse diese Person so sehr, ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll oder ja, diese ganzen Dinge. Und wenn man aber verinnerlicht, dass die Freude in dem Schmerz ist, dann kann man immer wieder sich mit seinem Zukunfts-Ich verbinden und realisieren, hey, das Beste liegt immer vor mir. Es ist nie in der Vergangenheit, egal wie schön die war oder wie schlimm die war, das Beste kommt immer noch. Und selbst wenn man jetzt nur noch 2 Minuten zu leben hat, dann sind diese 2 Minuten Gold wert und das Beste, was dir noch passieren kann. Ja? Und wenn man dieses Mindset verinnerlicht, da kann man so richtig krass durch sein Leben flohen. Und das konnte ich erst im Laufe der letzten Jahre so für mich in Worte fassen, habe es aber tatsächlich intuitiv irgendwie immer gespürt, dass man alles genießen muss, weil alles irgendwie dasselbe ist. Ja? Also, ich lese jetzt diesen Text vor. Viel Spaß. Keep it, Nevilla. Ciao. Deine Freude ist die Enthüllung deines Schmerzes und derselben Brunnen, aus dem dein Lachen rinnt, war oft mit deinen Tränen gefüllt. Wie könnte es auch anders sein? Je tiefer der Schmerz in dein Wesen schneidet, umso mehr Freude kannst du fassen. Wurde nicht derselbe Krug, der deinen Wein hält, in Töpferofen gebrannt? Und wurde nicht das Holz der Laute, die deinen Geist besänftigt, mit Messern ausgehöhlt? Wenn du fröhlich bist, sieh tief in dein Herz. Und du wirst entdecken, dass nur das, was dir Schmerz bereitet hat, dir nun Freude macht. Wenn du betrübt bist, sieh noch einmal nach deinem Herzen. Und du wirst bemerken, dass die Wahrheit, um die du weinst, dich vorher erfreut hat. Einige von euch sagen, die Freude ist größer als der Schmerz.
Andere sagen, nein, der Schmerz ist größer als die Freude. Ich aber sage euch, sie sind untrennbar. Sie kommen gemeinsam und wenn eines der beiden mit dir auf dem Tisch sitzt, vergiss nicht, dass das andere in deinem Bett schläft. In Wahrheit bist du die Schalen einer Waage zwischen Freude und Leid aufgehängt.